Hallo, mein Name. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Und zwar, dein andere Huch, kennst du vielleicht noch, das gute alte Grablicht vom 18.11.2023. Wie ihr seht, sehen wir nicht. Das Ding geht nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Die anderen Schuldis laufen alle noch, ne? Und, naja, egal, muss man halt hier mal reingucken, was da los ist. Ich weiß es auch nicht. Aber ich hatte euch ja versprochen, dass wenn was ist, dass ich euch das auch zeige. Ne? Und naja, jetzt ist es soweit. Ich bin mal gespannt. Ich habe fast die Vermutung, dass die LED durch ist. Das ist zu krass, man. So sehe ich erstmal nicht. Es ist so nichts verschmutzt oder so. Oder dass jetzt Wasser eingedrungen werden. Als allererstes messen wir natürlich mal die Batteriespannung. Vielleicht ist ja auch einfach die Batterie leer. Wobei bei so einem riesen Ding, ey, das kann ja eigentlich fast nicht sein, ne? Aber na gut. 0,4 Volt. Ha! Scheinbar ist die doch leer. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier eine andere Batterie. So, die hat 1,3 Volt, die ist eine kleine, aber dann sehen wir erstmal, ob es jetzt einfach an der Batterie liegt. Ja. Ich habe jetzt keinen richtigen Kontakt hier. Also Julie, wir sind nicht kaputt, die LED auch nicht. Tatsächlich ist die Batterie leer. Ha. Jetzt müsste ich selber nochmal mein Video angucken, ob wir damals überhaupt eine volle reingemacht haben. Was ist denn das hier von Hobel? Mercury Cadmium 0%. Schön! Steht drauf, was nicht ist, ne? Ja, steht nicht da. Keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, dass die vielleicht schon von meinen Versuchen schon leer war oder so. Ich habe ja hier noch eine. Also solche Batterien habe ich jetzt auch nicht viele, ne? Und ja, so wie es aussieht, werden wir die jetzt alle für das Grablicht opfern. Gucken mal, was die hat. Oh, die hat auch schon 0,8. Naja, ich gucke mal, dass ich jetzt noch so eine Batterie finde. Mit 0,8, die will ich jetzt eigentlich alles nein machen. Wobei, man könnte es mal probieren, ne? Okay, mit 0,8 geht nichts. Wobei, wir gucken jetzt noch mal ganz kurz die Spannung unter Last an. Oh, bei 0,8 geht das schon aus? Bei 0,8 ist schon aus. Wir könnten jetzt natürlich theoretisch das noch ein bisschen anpassen. Dass es eben bei 0,8 auch noch geht. Ne? Hier haben wir ja das Potti. So, es ist nur müh zurückgedreht. Und jetzt geht's. Jetzt können wir ja spaßeshalber die Batterie, die drin war, nochmal probieren. Nee, die ist echt tot. Naja, wollen wir spaßeshalber die Lehrer reinmachen oder wollen wir uns erst wieder in 2 Jahren hören? Wollen wir mal die 08er reinmachen und einfach mal gucken? Ich meine, ich habe eh keine verwendet. Komm, wir machen das jetzt so. Ne? Die wird natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so lange halten wie vorher. Oder wie gedacht? Guck mal, 0,6 unter Last. Ach nee, das können wir uns sparen. Ja, das ist, da renne ich einen Monat wieder darum. Ich suche jetzt mal eine Batterie, die noch ein bisschen voller ist. Ich habe von denen noch ein paar. Hier hätten wir, ich denke mal, die müsste noch gehen. Seht ihr das? 1,5 Volt. Warte mal, ich mache es euch nochmal, dass ihr es seht. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall eine, die ein bisschen besser ist. Die andere, die hatte, glaube ich, nur noch 1,2 oder irgend sowas. Könnt ihr euch ja mal das andere Video angucken und mir mal einen Kommentar schreiben, wie viel Spannung die hatte, wo wir sie eingebaut haben. So, na gut. Leuchtet halt jetzt natürlich ein bisschen heller, weil wir ja ein bisschen hochgedreht haben. Aber ich lasse das so. Das mit dem Heißleim hier scheint auch gut zu funktioniert haben. Es war ja keine Feuchtigkeit eingedrungen. Das heißt, wir machen unseren Dichtring wieder ab. Oh, das mache ich aber dann offline, ne? Tu das jetzt hier wieder rein, klebt das jetzt ein, tüdelt das wieder zusammen und dann kommt es wieder auf den Friedhof und wir müssen natürlich das Datum hinschreiben. Welchen haben wir denn heute? So, 19.04.24, ne?
wie gesagt, schleppt das jetzt noch zusammen und dann ja, geht's wieder aufs Grab und dann hoffen wir mal, dass es mal wenigstens, weiß ich nicht, nochmal bis jetzt 2-3 Jahre halten. Ne? Wahrscheinlich war die Batterie schon ein bisschen leer, die können wir dann wegschmeißen. Ich mache mal den Kohlestab nach raus. Das war aber noch nicht alles, Leute. Ich muss noch ein Update machen, dazu sehen wir uns gleich. So, das Grablicht geht wieder. Ich hab's verschlossen und wir kommen zum nächsten Kandidaten. Das ist auch wieder ein kleines Projekt, was ich hatte. Und zwar diesen Akkuschrauber mit den Akkus. Den hat der Falke mir mitgebracht. Ja, da habe ich viele Tests gemacht und blablabla. Da war ich wieder meiner Zeit schon wieder voraus, wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, der geht noch. Sind alle beide, weiß ich, vor ein paar Tagen geladen. Und der geht nicht mehr. Ne? Haben alle beide ganz normal geladen, war jetzt nichts Auffälliges oder so. Und ja, keine Ahnung, ich habe die jetzt, das Video ist ja auch schon wieder Monate her. Ich habe den echt gut benutzt, auf jeden Fall. Ne? Und ich kann euch leider jetzt auch nicht sagen, welcher jetzt meiner BMS ist und der andere nicht. Also wir müssen quasi alle Beta aufmachen, beziehungsweise halt den kaputten erstmal. Den. Ne? Ich muss echt reinstecken, ich weiß es nicht, damit ich mich selber nicht verarschen könnte. Mittlerweile, gut, wir können ja ein bisschen quatschen, wenn ich das Ding jetzt hier zerlege, machen wir einfach zusammen, dass ihr das auch seht. Ja, was ist doch, Leute, der eine oder andere, der weiß ja, oder hat vielleicht mitgekriegt, dass der Falco mir ab und zu mal ein paar Sachen mitbringt. Ob das nur Akkuschrauber sind oder spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Einiges, ne, habt ihr hoffentlich mitgekriegt. Und da ist es eben so, dass eben viele Akkus kaputt sind oder auch die Ladegeräte, ne, von den Akkuschraubern. Und ich habe mir dann jetzt im Laufe der Zeit ein paar Mal angeguckt. Gibt's, wie passt denn der Bit nicht? Bin ich jetzt blöd, ne? Ja, passt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar angeguckt. Vom No-Name bis zum Markenhersteller. Ja, da ist mir was aufgefallen, was schon ein bisschen beängstigend ist. Das passt wirklich nicht, hä? Ja, und zwar wie gesagt, also ob jetzt guter Hersteller oder so, gerade bei diesen Akkuschrauber-Akkus. Ich habe da mehrere Tests gemacht. Ihr wisst ja, dass ich hier ist ja zum Beispiel der Test mit den Balancer. Wir haben unser eigenes Balancer-Board gemacht. Und hier hatte ich das eigene Balancer-Board noch nicht. Das war halt hier so ein kleiner Vortest, sage ich mal. Und in der Zeit jetzt hat sich eben rausgestellt, ja, der eine oder andere wird es nicht glauben, ihr werdet es, ja, wahrscheinlich werdet ihr es nie erfahren oder so, müsst ihr mir halt mal glauben. Ich habe das jetzt nicht alles auf Video aufgenommen und so, ich hätte ja auch gesagt, dass ein bisschen weniger Videos machen, es ist eh sinnlos, Leute, raffen es ja eh nicht, ne. Das Problem ist, dass die uns halt verarschen und gar nicht balancen, die Arschlöcher. Okay, meiner ist verreckt. Das ist natürlich blöd. Habe ich aber auch schon eine Erklärung dafür. Die mir klar geworden ist, auch in den letzten Tagen. Also, ich nenne jetzt keine Hersteller, wie gesagt, es spielt auch keine Rolle, welcher Hersteller. Bei den Akkuschraubern oder auch bei den... das habe ich hier angelötet, okay. Auch bei den Staubsaugern, Akkustaubsaugern und so, das ist überall dasselbe. Ich habe halt eine Zelle... ja, gewechselt, halt eine neue reingemacht, da haben wir mit 4,1 und die anderen hatten 3,2 oder irgendwas. Und habe dann eben mit dem Originalladegerät den Akku über den Balancer geladen, in der Hoffnung, dass halt die Zellen sich balancen. Ne? Na, macht er nicht. So, hier seht ihr unseren damaligen Aufbau, da muss ich aber noch was dazu sagen. Und zwar habe ich das damals zusammengebaut und hatte die 10er-Dioden, die wir hier verwendet haben, die hatte ich gemessen. Aber mit einer hochfrequenten Spannungsquelle und das hat mir die ganzen Werte verfälscht. Ja, das habe ich erst später mitgekriegt. Vielen lieben Dank nochmal an Astra, der mich darauf hingewiesen hat. Das heißt, das Ding, was wir hier damals zusammengebaut haben, das sind keine Ahnung, 12 Volt 10er-Dioden drin, da habe ich einen Fehler gemacht. Ne? Also da konnte gar nicht balancen. Und da können wir uns jetzt einfach mal angucken, wie denn die Zellen jetzt so gedriftet sind oder was jetzt hier los ist. Vermutlich ist ja eh nicht zusammengeklappt oder so. Na? Oh, 0? 200 Millivolt? Uiuiui. 4,1? Ja, hier hat man doch gerade 4,1.
Moment. Eine Zelle abgekackt. Hä, war doch gerade 4-1. Habt ihr das gesehen? Ja, guck mal, die ist U-Platt. Die fällt schon vom Messen. Und kurz hat sie 4 Volt angezeigt. Habt ihr es gesehen? Okay, also sind hier 2 Zellen im Arsch. Kann natürlich passieren, ne? War natürlich auch keine neuen Batterien. Und das Problem, dieser Balancer, den ich hier damals gebaut habe, der funktioniert halt nicht. Ne? Also die wurden überhaupt nicht gebalanced. Und da sieht man, das ist auf jeden Fall, ist halt eine gebrauchte Zelle, ne? Da kann man jetzt nicht so viel Aussage haben. Aber ich würde schon sagen, würden die ordentlich gebalanced werden, würde das Zeug einfach länger halten. Ne? Weil wenn man jetzt einen Akkuschrauber kauft, und da ist nach, sagen wir mal, im besten Fall, meistens sind sie nach 4 Jahren Schrott, die Lithium-Dinger. Naja, wenn ihr mal ins Datenblatt guckt, an den Akkus liegt es nicht. Ne? Also ich bin ja ein okay-Freund von dem Lithium, das wisst ihr ja. Aber das liegt nicht an den Akkus, Leute. Ne? Also diese Unwissenheit bei Lithium-Eisensphosphat, Dünnschicht, Reiheschaltung, ne? Was denn alles, was ich schon Videos gemacht habe, setzt sich hier natürlich fort. Ne? Keiner hat natürlich Ahnung und dadurch merkt keiner, dass es überhaupt nicht gebalanced wird. Ne? Weil normalerweise, wenn man das ordentlich balancen müsste, so ein Akku ja 3000 Zyklen oder mehr machen. Ne? Also mehr gut. Sagen wir mal 2000 Zyklen. Ne? Wenn man mal rechnet, wenn ihr den Akkuschrauber im Monat einmal nehmt und erst nach 2 Jahren kaputt geht, dann könnte man mal das Hirn einschalten irgendwie. Ne? Ich bin explizit drauf gekommen, wegen der Nico hat mich da drauf gebracht, Mensch und Natur, liebe Grüße, mal mein Guter, weil er eben einen Staubsauger hatte, wo ich glaube, ein Jahr alt, also ein Akkustaubsauger, ich glaube, ein Jahr alt oder ein Dreivierteljahr alt war der da. Das habt ihr doch ein Video gesehen, Männers. Den haben wir doch repariert. So, und jetzt passt mal auf hier, guckt mal, was hier da ist. Das Ding ist wieder da, Jungs. Ne, und die Zellen sind ja nicht kaputt. Das kann ich dann vielleicht in dem Video, also ich habe halt vor, den umzubauen, weil es bringt halt nichts, dass man dann, ja, nochmal mache ich da vielleicht bei dem Reparaturvideo, dass ich da mal noch ein bisschen quatschen, euch noch ein bisschen was erzähle. Ach nee, hier ist ja gar kein Balancer. Guck mal. Hier ist gar kein Balancer. Genau, dann war das, ach, da haben wir den Test gemacht, mit Balancer oder ohne, aber das Problem ist, der hat ja auch nicht gebalanced, ne? War ein Fehler von mir, wir gucken jetzt mal hier. 3,8. Aber den habe ich jetzt auch schon benutzt, ne? 3,8. 3,8. Ne? Also, es bestätigt sich hier, ich habe jetzt hier bloß eine Diode reingemacht wegen Verpolen und so, ne? Dass ich keinen Blödsinn mache. Also, dieses Zellenpaket hier, das wurde nicht gebalanced. Und wer jetzt, sag ich mal, ja, was bedeutet das? Ne? Das bedeutet jetzt ganz einfach, wenn ich den Balancer hier rausmache und den Akku eben ohne Balancer betreibe, komme ich auf dieselbe Lebensdauer ungefähr, als hätte ich diese BMS Top Balance und den ganzen Dreck nicht verbaut. Ne? Also es ist klar, ein paar Milliampere machen die Dinger, ne? Aber auf lange Sicht gesehen oder wenn die Zellen jetzt doch mal ein bisschen mehr driften, aus welchem Grund auch immer, dann schalten die auf jeden Fall einfach nur ab. Also die haben die Thermoabschaltung und so, das funktioniert schon. Und die messen halt einfach Über- und Unterspannung. Ne? Also ich habe bei mehreren Geräten gemessen, dass einfach, was weiß ich, sobald eine Zelle 4,1 oder 4,2 erreicht hat und die anderen 3,5, das dann abgeschalten wird, weil ist ja voll. Ne? Und dann driften die halt immer weiter und dann halten die eben keine 3000 Zyklen, weil dann eben die Zellen überlastet werden und so weiter. Die meisten sind ja noch nicht mal kaputt. Ne? Man kann die dann sogar wieder laden. Und vorsichtig natürlich, ne? Und dann gehen die auch wieder. Und das ist eben auch so ein Indiz, dass die Dinger überhaupt nicht balancen. Okay, da geht ja, ne? Also hier war auf jeden Fall der Fehler, dass die 10er-Dioden nicht richtig funktionieren. Ich habe ja, wie gesagt, die Platine jetzt da. Gestern sind die 10er-Dioden gekommen, ne? Die fehlen ja jetzt hier noch. Seht ihr vielleicht, ja, vom Astra. Und ja, die Sicherung habe ich jetzt so, ich hatte Startbrücken reingemacht, ich hatte nichts da. Ne? Und ich werde das jetzt so machen.
entweder mache ich hier Freiluftvertratung, das so nochmal, dass ich jetzt einfach die Zehnerdioden tausche. Das weiß ich, ja, ich werde das wahrscheinlich so machen, Jungs. Weil die Platine kriege ich hier nicht rein, ne? Ist ja zu groß. Und natürlich auch überdimensioniert, ne? Also ist hier BD911, die kennst du, 10 Ampere balancen. Also das ist schon ein bisschen, das wäre dann für größere Akkus, ne? Und hier, ich werde das wieder mit dem Freiluft-Ding machen. Ne, also hier war die Balancer-Platine originalerweise. Der Test ist eben, war, ob jetzt hier mit Balancer gearbeitet werden muss. Und wie lange, blablabla. Und hier kann ich nur sagen, mal den Kevin aus Berlin bestätigen und auch den Achim, dass das eben gar nicht so wild ist. Aber Jungs, ihr müsst halt auch begreifen, das wäre halt cool, dass eben die gar nicht balancen. Also es mag den einen oder anderen Hersteller geben. Ich habe jetzt nicht alle Hersteller der Welt getestet, aber locker 10 Stück mindestens, ne? Und ja, es ist auf jeden Fall so, dass da schöne Platinen sind und schöne Bausteine, 17.000 ICs. Und es wird einfach nicht gebalanced, damit eben ihr den Rotz immer neu kaufen müsst. Ne? Also ich denke, dass die Balancer nur zur Sicherheit, es sind keine Balancer, es sind einfach nur Sicherheitsplatinen, die eben sagen, okay, wenn eine Zelle 0,3 Volt Unterschied hat, ist das alles Schrott und muss weggeworfen werden. Obwohl sie nicht balancen. Ne? Also sie führen absichtlich das dorthin und ja, Wegwerfgesellschaft 2.0 oder nee, wie sagt man hier, geplante Obsoleszenz 2.0. Ja, weil anscheinend keiner irgendwie da dahinter kommt oder so. Beziehungsweise Leute wollen es ja nicht loben, die wollen es nicht wahrhaben. Ja, dann ist es halt so. Ne? Hier habt ihr es auch noch mal gesehen, ich bescheiß euch nicht, warum auch. Ihr habt es gesehen, ich wusste auch nicht, welcher Akku welcher ist. Ich musste es ja, aufschrauben, um zu gucken, damit ich mich nicht selber bescheiße. Ich habe halt immer den Akku benutzt, oben aufs Ladegerät, den Lager, ich habe immer getauscht. Ne? Und wir sehen, dass in dem Fall jetzt ein schlechtes Beispiel für meinen Balancer, der hat versagt, weil ich falschen Zinnerdioden genommen habe. Aber gutes Beispiel dafür, dass es eben auch ohne Balancer geht und genauso wie mit den vermeintlichen Balancer-Platinen. Gut, das wollte ich mal loswerden. Ich tausche jetzt hier die Dioden, stelle das dann alles nochmal richtig ein und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Achso, wenn ich Pech habe, muss ich natürlich jetzt eine Zelle wechseln, wenn die im Arsch ist. Ne? Probier die mal zu laden extern, falls es noch geht. Und dann, beziehungsweise ich messe erstmal den Innenwiderstand von den Zellen. Vielleicht ist eine wirklich jetzt ein Schrott. Dann wechsle ich die, tue den Balancer hier wieder machen, baue alles wieder zusammen, tue die alle bitte nochmal vollladen. Und dann gilt das Video hier heute als Start. Nochmal Balancer gegen Nicht-Balancer. Ne? Und dann, keine Ahnung, in einem Jahr oder was weiß ich. Also ich mache auch keine neue Zelle rein, ich mache dann hier irgendeine gebrauchte rein. Damit, also den Zellentod lassen wir jetzt mal weg. Ne? Einfach mal um zu gucken, wie stark trifft denn hier die Zellen. Ne? Und jetzt sind wir bei 0,05 oder irgendwas. Und das kannst du vergessen. Ne? Das ist von Arsch. Das interessiert niemand. Ja, so machen wir das. Bau wieder zusammen und wenn dann eine Zelle verreckt oder es läuft wunderbar, dann würde ich sagen, nee, wir warten dann wirklich so lange und wenn es in 2 Jahren ist, ist es mir egal, bis wieder einer abkackt. Weil ich hoffe ja, dass der durch das Nicht-Balancen irgendwann mal abkackt. Ne? Aber es scheint auch ein Stückchen auf jeden Fall so zu gehen. Ich empfehle es nicht. Wenn ihr allerdings aber euren BMS oder besser gesagt Balancer selber baut, dann, ja, ihr wisst, ihr habt es in dem Video gesehen, ne? Hier, 3 Bauteile. Ups, jetzt seht ihr Transistor nicht. Transistor, Potty und eine passende natürlich 10er-Diode. Mehr ist das nicht. Und eine Sicherung wäre gut. Bitte nicht vergessen. Nicht, dass jetzt so keine drin ist. Darf man eigentlich nicht machen. Ne? Ah, ich mache es trotzdem. Keine Ahnung warum. Ne? Gut, okay. Hier kommen jetzt auch noch Sicherungen rein. Falls doch mal irgendwas ist, ne? Macht auf jeden Fall eine Sicherung rein. Die paar Fänge, das kostet nicht. Und ihr seid auf der sicheren Seite. Ich tue das jetzt zusammenbasteln und ja, in dem Fall jetzt hier, na ihr habt es gesehen, 3,8. Ich lade die Human, ne, dass die eben nicht hier durch extreme Überladung schon ein Problem haben. Das kommt auch noch dazu bei den Ladegeräten. Genauso wie beim Entladen, ne, wenn ihr euch die Daten mal anguckt, stellt ihr dann ziemlich schlecht fest. Irgendjemand will hier, dass die Akkus kaputt gehen. Ne? Gut, mehr gibt es dazu nicht sagen. Der Test geht auch weiter und wir sehen uns dann, ja, keine Ahnung. Vielleicht in 1, vielleicht in 2 Jahren, vielleicht die Batterie im Monat leer, ich weiß es nicht, werden wir sehen. Tschüssi!